Wir machen noch ganz kurz einen Schritt. Oh, da ist er wieder. Guten Morgen, auf alle Fälle. Morgen. Sie hat gerade gepupst. Ja, und Blubberblasen macht sie. Sehr schön. So. Unten und oben. Unten, oben, Blase. Unten riechen sie nicht ganz gut. Ja. Alles, alles gut. Gut. Frühstück ist fertig. Wir gehen in den Keller. Ich gehe in den Keller. Du bleibst hier. Nee, Mama hat Geschenke kaufen, richtig. Wir müssen für 3 Geburtstage Geschenke kaufen. Ist nicht mal, nicht ein Geburtstag ist von uns mit dabei. Eigentlich ja 4, 5 Geburtstage. Ich hab nicht mal für Lumen geschenkt. Dann meine ich ja, Lumen muss noch kommen und ja. Ich ja auch. Na, deine Geschenke habe ich schon. Ach, meine Geschenke sind schon da, das ist gut. Also bis gleich im Keller. So. Viel zu tun, lassen wir es liegen. Packen wir es an, meine ich natürlich. So, Wolfgang hat einen polnischen Abgang gemacht. Wolle war auch schon hier. Wolle war auch schon da. Ist der nicht im Packenhaus? Hm? Nee, noch nicht. So, Tommy, können wir uns jetzt um das Ding kümmern? Oh, du bist gut. Ich glaube, seit gestern, ich glaube schon einen Auftrag drin. Ja. Von gestern schon. Ich habe gesehen, was ich mir einbilde, aber ich weiß nicht, ob das. Das ist so ein Dreifachproblem. Ich glaube. Ich bin mir nicht sicher, weil ich keinen Plan habe, aber ich glaube, entweder der hat das falsch rum reingedreht oder sowas. Das ist ja schlecht. Sowas in die Richtung, so fühlt sich das an, wie falsch rum reingedreht. Und dann habe ich irgendwann mal drunter geguckt, als ich das gekauft habe, da habe ich gesehen, dass er natürlich hier irgendjemand versucht hat, die Sellennummer rauszuschleifen. Ah, ja, und wahrscheinlich verzieht sich das dann beim Rausschleifen. Nein. Aber dann ist es ja jetzt laut. Hä? Dann ist es ja jetzt laut. Der laute Räder kauft man noch nicht. Das unterstützt man noch nicht. Ich habe es gar nicht gecheckt, dass das geklaut ist. Ich habe mich mit dem getroffen, der hat dann so... Hinterher ja wahrscheinlich. Oder? Ja, ja, und dann hinterher dachte ich mir so, ich habe ja einen Kaufvertrag mit dem gemacht. Ja, das ist den scheißegal, ja. Ja, ja, genau, und dann habe ich so geguckt und dann so, oh Gott. Wieso, was hat er denn da geschrieben? Aber habt ihr euch getroffen am Bahnhof oder wo? Ja, ja, es war alles ein bisschen... Konspirative Treffen am Bahnhof. Ja, aber, genau. Okay, bei was? So, weg mal, das Rad. Alles flüssig. Alles flüssig. Da habe ich noch meine Pumpe haben, bitte. Hier ist das, ich habe sie gefunden. Alles gut. Nächste Woche. Samstag heute. Nö, das ist okay, weil das ist eh durch halt. Also wenn das nie kommt, dann kommt es nie. Ich glaube, kannst du dich mal ganz kurz draufstellen auf den Schlüssel? Ja. Ich bin aber auch leichter geworden. Also kein Schwung. Einfach nur langsam, kontinuierlich härter belasten. Mhm. Ich bremse. Vorstellen. Oh. Ach so. Nee, das bringt ja nichts. Und? Einmal kurz. Das haben sie gut festgemacht. Ja, gut, fest ist scheiße. Das Ding. Irgendwie war die Theorie, dass da irgendwie auch falsch rum drin ist. Dann, aber es kann nicht sein. Ihr habt so eine Position. Tommy, das kenne ich von dir nicht. Was? Da geht nicht mehr. Ja, aber es ist. Ah, wow! Ja! Ich glaube, Tommy. Na, habe ich doch. Und wenn das knallt. Hör auf! Nee! Jetzt mal frei schnell! Ich flipp aus, sowas hätte ich ja mal gesehen. Das habe ich aber echt erst später mitgekriegt, Mann. Was soll ich machen? Aber der Rahmen ist trotzdem schön. Der Rahmen ist genial. Steuersatz auch. Und diese, also die ja, haben ja, ja, genau. Diese, das ist so die Heat. Weiß ich nicht, ich bin wirklich. Bin ich Fan. Na, guck dir mal an. Genau, jetzt müssen wir ausmessen, was das ist.
Ich habe tatsächlich ein Trittlager dabei. Nee, hier ist ein Messschieber. Mess doch mal aus. Prost auf das gerettete Univega. Hier gibt es in fünf verschiedenen Maßen immer einen Millimeter mehr oder weniger. Raus damit, jetzt wird. Ist alles bei YouTube, siehst du? Dein wunderschönes Rad ist bei YouTube jetzt. So, hier, du siehst verrostet. Naja, sieht ja eigentlich ganz süß konserviert aus. Du hast ja Rinne auch ohne Ende, wa? Du hast ja schon Zeug drin. Ich habe voll gemacht und immer so eine Woche liegen lassen auf der Kante. In der Hoffnung, dass es sich schmiert. Die Scheiße. Naja, hat es nicht gebracht, aber Gewicht. Gewicht bringt immer. Schon richtig zu tun. Mika, kannst du ja mal was machen? Hättest du schon mal ein Kinderrad machen können in der Zeit? Ich habe nur gesehen, wie ein türkischer Opa ein Kinderrad reingeschleppt hat. Ich dachte, der wollte dich belästigen wieder mit Schrott. Ja, war so, ja. Aber hättest du doch schon mal tauschen können, einen Schlauch. Achso, der ist ein Schlauch. Ja, Banalität eigentlich. Puh, aber er wollte bei 16 Euro, hat er schon gezuckt wieder. So. 16 Euro! 16 Euro! Ja, so also doof ist es ja jetzt, ein Loch zu flicken. Ja, was mit den Opas los? Ja, die Opas laufen los und geben Räder ab. Das ist unglaublich. Ja, du, das ist deren Vor ein paar Jahren war das noch so, dass sie gesagt haben, ja, mein Vater hat das sonst immer gemacht. Ja. Jetzt ist ordentlich Fett dran, jetzt kannst du das nächste Mal auch wieder rausschrauben. Nach der Polizeikontrolle, wo du dann sagst, halt, der Trigger ist aber meins. Der Neubesitzer kann das sehr gut rausschrauben. Das wird schon stimmen, wenn das im Ausweis steht, aber wenn die Polizei dann den Namen hört und dann... Sofort, ach der. Mhm. Hey, schraub mal ran, das kannst du alleine. Hast du schon tausendmal gemacht? Mal kontrolliert. Ja, das hast du gut gemacht. Darum wirst du auch nicht ausgelassen. Nee, zweimal wurde ich schon kontrolliert, mit zwei Fahrrädern jeweils. Deswegen haben sie mich auch rausgezogen. Die andere hingeflackt. Aber vorne noch wahrscheinlich. Professionell. So. Haben sie nur ein Fahrrad kontrolliert. Und ich sag so, was mit dem anderen Rad? Wollt ihr es nicht kontrollieren? Nö. Kein Bock. Nö. Ist so ein bisschen inkonsequent, oder? Inkompetent? Inkonsequent. Ja, inkompetent waren die auch. Die haben Cottbus mit K geschrieben. A-kompetent. Wie wir es in Cottbus Adam nur kennen. Mhm. Ist doch Cottbus, oder nicht? Ja. Passt gut. Alles schick. Dieses Grün gefällt mir außerordentlich. Ja, ja, ich mach Royal Grün, so nach oben. Auch die Farbe auch sehr. Guck mal, da ist der Beutel nochmal vorbeigekommen, oder? Das lag gerade draußen auf dem Stuhl. Oder erwartest du das gerade? Smooth American Blend? Der Beutel geht noch im Sack. Der sortiert aus. Der ja, macht, ja, das hat der. Der macht schon. Der hat ja auch noch Müll. Ja, mir gefällt das. Komm hier hoch. Ich danke. Hey, hallo, das lag auf meinem Stuhl. Dein Stuhl? Oh, du hast Tommy. Ja keinen Stuhl. Danke. Hallo, ich hab dir heute einen Kaffee mitgebracht. Was machst du denn jetzt? Du hast das einfach weg. Ich hab das gefunden. Wir wollen nicht so einen kommerziellen Scheiß. Wir wollen nicht so einen kommerziellen Scheiß. Du bist die ganze Arme, ist doch scheißegal. Mouette et Chandon kommt da rein. Gott, richtig schöne Geburtstag. Eine Magnum. Ja, eine Magnum passt da rein. Das ist ja fantastisch. Du kannst das ja auch mal ausleihen von mir. Ich brauche das nicht jeden Tag. Ich brauche das gar nicht. Und hier kommt soll ich, dann guck doch mal meinen so Rücken an. Wo soll ich denn das hinpacken? Ja, eben. Picknickbesteck kommt das. Hier, passiv. Nee, sowas mache ich. Das ist sieben Flaschen, glaube ich. Ich bin ja offen für allen Scheiß. das klingt falsch. Das klingt falsch. Egoisch ist aber so. So, Univega. Geil. Wieder fit. Stolzer Besitzer. Stolze Papi Hela, eines Univegas. Die stolze Hela-Brust. Hela-Brust. Wie ein halbes Tütchen. So. Wieder ein Job für Radlos, den ich erledige. Ist ja ein Rad von denen, haben sie ja verkauft, wa? Ich bin inoffizieller Mitarbeiter von Radlust. Wusstest du das? Guck dir das mal an hier. Die haben den Teile verkauft. Die Teile zum Reparieren haben gesagt, begrüß mal Tommy schön im Fachradsalon. Der macht dir das. Und selber haben sie nur abkassiert für die Teile. So 80 Euro haben sie genommen. Teile ist geiler, ne? Teile ist geiler, ja. Ja, rinn damit.
Ja. Arschlöcher. Oder? Jetzt steht da. Jetzt sind Kollegen. Jetzt sind Kollegen Schweine. Hey, die sind doch nicht ganz. Also, Charlie. Ja, die verdienen halt Geld, wa, mit der Sache. Ich ja nicht. Ich mache ja nur Hobby. Tschö! Okay, Radlust und Kollegen. Hier ist ein bisschen Spiel drin. Ja, ich weiß, der Draht ist schon älter. Das passiert halt nach einer Weile. Und wenn die Leute das nicht merken, das ist halt schon ärgerlich. Dann kannst du denen ja 10-mal sagen, die wissen trotzdem nicht, wie, was? Was ist kaputt? Ja. Aber schön, dass ihr die Leute jetzt schon zu mir kriegt mit euren, mit den Rädern. Naja, ist ja auch in Ordnung. Aber an der Montage verdient man halt nicht so viele, ne? Wir haben da so einen inoffiziellen Mitarbeiter, den Tommy im Fahrradladen, im Fahrradsalon. Der schraubt für uns billig die Aufträge fertig. Ja. Aber Qualität ist gut. So ist das immer. So ist denn hoffentlich die Aussage. So, guck mal, halbe Drehung. Rollt noch. Wackelt nicht mehr. Halbe Drehung, den Bremsanker nachgespannt, ja. Wegen einer halben Umdrehung jetzt, also von, der stand ja, ja, das hat er hier, so. Also, das Rad hat ja Spiel ohne Ende, ja. Der Bremsanker stand ja jetzt hier vorne. Ja. Jetzt habe ich den gelöst, Achsmutter gelöst, einmal eine halbe Drehung rumgedreht bis hier. Da merkst du, oh, hier wird's fest. In der Position muss er bleiben. In der Position hat der Draht kein Spiel mehr. Jetzt muss ich den hier festhalten, den Bremsanker. Und mit der Mutter da gegenkontern. Sozusagen. Okay. Halten und. Gott. Sehr gut. Jetzt höre ich ja die Kette da drin. Die höre ich ja schon klappern. Also löse ich auch noch hier die Seite. Diese hier. Ist jetzt ja nicht auf hier, aber bei dem Rad, ehrlich gesagt. Und dann spanne ich mit dem 10er Schlüssel die Kette. Na super. Wenn ich nicht rankomme, muss ich das Ganze abmachen. Dabei trägt die Achse schon nach vorne. Habt ihr gesehen? Die ganze Achse nach vorne drehen. Provisorisch einhängen mit, dem Brems, mit der Bremsankerstelle. Und Schraube verschrauben. Provisorisch erstmal. So dass ich die Achse nicht mehr verliere. Ja, genau. Komm vom Drücker. So. Jetzt schrauben wir ab. Damit ich mit dem Maulschlüssel jetzt rankomme. Ab. Kann man hochklappen, ist nicht verbunden miteinander. Sollte man nicht machen. Hier, das Teil hochklappen hier. Das sollte man nicht hochklappen. Wenn die beiden Seiten miteinander verbunden sind, dann muss man beide Seiten natürlich gleichzeitig hochklappen. Ansonsten reißt man das ab. Oder reißt man das auseinander? Sehr logisch, aber da denkt man, wenn man auf der Seite arbeitet, nicht
mitunter mal nicht dran. Ist mir halt auch schon passiert und aus Fehlern lernt man. So ist das halt. Die Kette ist noch viel zu locker. Jetzt sehe ich hier. Kann man hier drüben checken. Hier drüben kann man so ein bisschen checken. Und hier spannt er auch, das ist ein bisschen fest. So. Jetzt schleift es hier am. Das ist erstmal egal, Hauptsache läuft gerade. Das gleiche mache ich auf der anderen Seite. Okay. Jetzt wird alles festgeschraubt wieder. Schraube ich den Bremsanker fest. Jetzt auf der anderen Seite Schutzblechstrebe, Gepäckträger. Und fest ist es, klappert nicht mehr. Und läuft gut. Ja, das war Lagerspiel Hollandrad. Radlust Modell. Radlust Hausmarke. Lagerspiel Hinterrad. Entfernt. Ja, ohne natürlich jetzt, also minimal invasiv, sagen wir mal, ohne jetzt hier die Narbe auszubauen, etc. nachzuschauen im Lager. Aber man fühlt, bei einer halben Umdrehung, wie gesagt, ist das nicht so dolle. Wenn das eine halbe Umdrehung auf ist, dann das geht immer noch. Und wenn man dreht und man fühlt hier und man fühlt nichts, es läuft rund und geschmeidig, wenn man den Finger auf die Achsmutter hält, ist alles gut. Wenn man jetzt fest eingestellt hätte und man würde drehen und es würde rau laufen, also man würde hier eine Vibration merken, dann sollte man die Narbe definitiv checken oder man weiß eigentlich, dass sie kaputt ist. Da kann man die eigentlich nur noch austauschen. Aber hier, das ist ja gar nicht so alt, das Rad. Ich mal meinen, das ist, kann mich auch täuschen, das kann ja auch gut gepflegt sein, aber das ist vielleicht 2-3 Jahre alt. Da sollte so eine Narbe noch nicht kaputt gehen. Fakt ist, ich habe das jetzt fertig. Hier kommt jetzt Licht dran, noch eine Lichtanlage installiert. Also das war Narbenspiel beseitigen beim Radlust Hausmarke Modell. Der Bremsanker ist fest, die Achsmutter ist fest. Jedes Mal nochmal durchgehen, liebe Leute. Seid so gut, schaut euch das jedes Mal nochmal intensiv an und sagt euch, die Mutter habe ich festgezogen. Die Achsmutter rechts, Achsmutter links und Bremsankerschelle ist fest. Das Rad läuft gerade hier im Rahmen. Das ist auch wichtig. Schleift nirgendwo. Macht keine Geräusche, die Kette hängt nicht mehr. Das, so müsst ihr jedes Mal überprüfen. So, wir haben hier ein Paket habe ich hier bekommen. Thomas Müller Fahrradsalon. Was da wohl drin sein mag. Offen ist es. Überraschung. Was zur Hölle ist das? Ha,
Eine Mütze mit Licht? Was ist das denn? Oh, was geht denn da? Hast du das schon mal gesehen? Nee. Nee, gut nicht. Eine Mütze mit Licht? Ich hab ja nur Handschuhe mit Blinker. Also. Ja, ja, das war ja schon neu für mich. Ja, für mich auch. Eine Mütze, so ein Versuchspitze. Versuchspitze. Mütze mit Licht. So oder was? Ach, so eine Mütze. Für den Winter ist doch cool. Ja, Licht. Geil, mit Arbeitslampe. Kann ich schön überall. Mal gucken, wo liegt denn hier was? Ja, wollen Sie nur sehen. Oh. Das ist ja ein Ding. So was nicht, was das alles gibt auf dem Markt. Danke! Das ist ja mal eine Idee. Ist ja cool. Hast du wohl? Machst du hier? Oh. Hast du wohl? Zack, 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 zack. Witzig, witzig, witzig. Ja, warum nicht? Das hat ja sogar Sinn, eigentlich. Ja. Macht ja sogar Sinn, der ganze Quatsch. So, ich geh mal rein, Sarah. Ja doch, das ist gut. Das ist gut, das ist auch nicht schlecht. Das du da am Kopf. Ach, na ja, du. Du Pflaster. Ein Pflaster von außen. Ja, das muss man auch trendiger verpacken vielleicht oder so, aber eigentlich ist das eine gute Idee. Ja, die Idee ist super. Heutzutage baut ja alles nicht mehr so hoch auf, muss ja nicht mehr so eine fetten Batterien drin haben. Nee. Das ist eigentlich ganz cool. Du musst doch glatt mal irgendwo hin, wo ein Spiegel ist, wie das aussieht. Eine Mütze. Oh, das ist doch nicht schlecht. Naja, aber natürlich, sagen wir mal so, zum Fahrradfahren war, ist das natürlich nicht gut. Weißt du warum nicht? Weil den Gegenverkehr blendet. So tief kannst du das Ding ja nicht tragen, dass es nicht blendet. Aber so, wenn du durch den Wald läufst oder so, das ist das Ding geil. Oder hier im Keller ins Lager guckst. Oder was suchst, die Fliege unter der Werkbank oder so. Dann ist das gut. Ja geil, danke auf alle Fälle dafür. Ich schätze mal, das war von Marc. Das ist eine witzige Idee. Ja, man muss einen entsprechenden Zug gar nicht eben machen, aber mehr nicht. Naja, vorne, was machst du bei so einer Bremse? Was machst du bei der Bremse? Was ich bei der Bremse mache? Den locker, so weit wie möglich rüberschieben. So weit wie möglich, ohne dass es schleift. Und den hier hinten nachstellen, rüberdrücken. Weil das ist ja nur ein Kolbendrücker sozusagen. Und der verdrückt ja die Scheibe gegen die feststehenden Bremse. Genau. Genau, deswegen musst du den nicht verkürzen hier in Zug, sondern einfach nur rüberschieben. So weit wie geht. Also diesen halben Millimeter, den du noch hast, den muss man rüberschieben. Und das muss man tauschen. Also da ist ja nichts zu machen. Das muss man machen. Muss den Enrico mal anrufen. Einstellschrauben verbogen. Ja, passiert noch gar nichts. Muss ich auf jeden Fall erstmal ran, muss den Zug ein bisschen nachspannen. Weil der rutscht dann hier oben auch raus, also. Das ist auch die falsche Richtung geschoben. In die andere Richtung musst du schon. Muss ja.
Der ganze Sattel muss nach innen. So weit wie möglich nach innen. Ich habe den ganzen Sattel so weit wie möglich nach außen geschoben, das heißt, weil das kann man normalerweise hier mit Bauenzug, kannst du das ein bisschen justieren und dann schleift das auch nicht. Nein, aber du verstehst das nicht. Der Bremsweg wird doch dadurch kürzer auch. Der Weg, den du zurücklegen kannst, wird ja auch kürzer. Du musst den nach innen setzen. Ich sag dir, du musst nach innen. So weit wie möglich nach innen. Das macht ja keinen Sinn. Doch! Doch! Natürlich! Pass auf! Das ist die Scheibe. Ja. Das ist der Bremssattel. Ja. So wie du ihn jetzt eingestellt hast. Ja. Das ist der Weg, den der Bremssattel zurücklegen muss, bis er zur Scheibe kommt. Ja, genau. Nutzt du den nach innen, den Bremssattel, musst du nur diesen Weg zurücklegen, bis er zur Scheibe kommt. Er soll aber gegen beide Bremsbeläge drücken. Genau, deswegen zuerst den äußeren einstellen. Zuerst den beweglichen. Guck hier. Zuerst den einstellen, nicht so weit weg. Schöner dran. So weit dran wie möglich. Danach spannst du mit dem Inbusschlüssel 5er, drehst du den von der anderen Seite, der natürlich auch wegrutscht, der dann nach innen wegrutscht, drehst du den raus und drehst den gegen die Scheibe. Ja gut, okay, ich hätte es jetzt andersrum gemacht. Das geht aber nicht andersrum. Es geht nicht andersrum. Weil dieser Weg bleibt immer der gleiche. Ob du den Zug kürzer machst oder nicht, er bleibt immer der gleiche. Er wird nie weiter raus. Ich kann ihn so jetzt spannen. Aber dann hast du doch nur noch das an Weg. Ja, reicht doch. Nein. Ja, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich mache die Dinger halt auch nicht. Also die Dinge hier sind mir echt zuwider, weil die halte ich persönlich echt für eine Fehlkonstruktion. Ich glaube, das war ein Schweißer. Ja, und voll geile Bremsen, bla, hast du nicht gesehen. Und ich halt ölige Pfoten gehabt. Naja, das ist ein bisschen zu nah. Hab ihm auf die Bremse hier fast auf die Scheibe. Da war seine Bremse nicht mehr so toll. Na, was habt ihr gemacht? Bla, na gar nichts. Schleift noch in einer Position noch, das ist eigentlich verträglich. So, also so weit nach innen wie möglich, so nah ran wie möglich, okay? Okay. So. Das geht nicht anders einzustellen. Es muss so sein, weil das ist der korrekte Weg. Du musst den Bremsbelag nachsetzen. Du musst ihn hinterher setzen. Ist er runter, wird er weniger, musst du ihn hinterher setzen. Genau das gleiche Prinzip, was du da machst. Du machst den Bremsbelag näher an die Felge. Auf der Seite mit dem ganzen Sockel. Auf der Seite einfach mit Zeug. Dagegen drehen. Na, dann dreh mal. Dreh mal. Jetzt ist gut. Warte. Okay, Bremsweg. Das ist es. Ansonsten hast du das Ganze nur weiter oben. Wenn es jetzt zu eng sein sollte, ist es nicht. Perfekt. Wenn es jetzt zu eng sein sollte, Bremse anziehen, Adapter hier, lösen. Nee, einfach hier ein bisschen wieder drin drehen. Ja, also bei der Hydraulikbremse würde ich jetzt erst lösen. Dann Bremse ziehen, dann positioniert sich der Bremssattel von alleine und dann einfach festschrauben. Das kann er oben. Wo ist denn Mama? Ja, so einfach, so schön. Zack. Ne? Deswegen. Das geht hinten jetzt nicht. Hinten musst du leider Bremsbelag tauschen. Da muss er durch. Tommy? Hier. Haben wir hier eigentlich noch so eine Schraube? Wofür? Für die Bremse. Weil die hier ist durch. Wenn du schon mal bei bist, dann einmal kurz. Oh, die ist aber zu dick. Kriegt nicht rund. Ja, zu dick können wir nicht sehen. Schaut doch mal in der Hand ein, oder? Nehmen wir mal den da rum.
Okay. Regenerieren? Ja. Oder steckt mich gerade wieder ein bisschen wirklich an? Das hier drin stimmt schon. Ja, passt. Ich stelle mich doch wirklich an. Irgendwann ist auch mal Zeit für ihn. So eine Untersuchung beim Arzt bringt manchmal die eigentlichen Erkenntnisse. Ja, wenn man mit dem Ding, mit dem Teil da drin, setzt man es halt manchmal schräg an. Ja. Und dann. Also wie hoch ist denn alles nie gearbeitet? So, dann ziehst du den immer durch. Immer dadurch, dann ziehst du den runter. Dass er sich auch wundert, Mensch, der bremst ja wieder. Okay. Drin. Zack. Nur wenn man immer schon mal sowieso bei ist, weißt du, dann gut. Hat man ja schon ab, dann ist das ja leichter. Der Knick muss hier raus, oder ist das genau der Knick, den wir brauchen? Der Knick, den brauchen wir. Den hier brauchen wir nicht. Der sollte schön sein. Der hier hat es geklappt. Dann brauchen wir hier einen Knick drin. Ist. Oh Gott. Xinhing-Tire. Hast du mal probiert nachzustellen? Nö. Was auf der Schaltungsseite. Vermutlich. Ich muss mal jetzt kurz. Nicht. Einmal kurz. Das muss sein. Kann man halt auch berechnen, ne? Also muss er halt berechnen. Ja. Alter. Alles gut und so gut hat es noch nie gewonnen. Glaube ich allerdings auch. Ja, das is ist es. Das war jetzt nicht viel Arbeit, aber dann kann man sagen: Konusfestigung, Felge zentriert, Bremsbelag erneuert, hinten? Ja. Bremszug gefettet? Hinten? Hinten? Bremse eingestellt vorne. Wie viel das ist normalerweise in so einem Laden? 60 Euro. 60, genau. Zwischen 60 und 70 Euro. Ja. So weit. Oh. Wird er nicht bezahlen? Ist klar. Aber wenn man 40 sagt, ist die wahrscheinlich die Gabel. Die Gabel unter den Rohren. Ja. Ich wollte doch. Ich hab bloß was abgeknipst. Strom. Was da so. Stromaus. Stromausfall. Stromausfall im Touch Mahal. Das ist ja natürlich auch schwer, dieser erste Impuls. Moin! Dieser erste Impuls, den man mal zu machen. Gibt's ein Stück Kuchen? Bitte? Gibt es ein Stück Kuchen jetzt? Ja, weiß nicht, weil ich glaube, ich dir ein Eis mitbringen soll. Ja, ist ja nett, ist aber.
Ja, ja. Ja, das ist auch bei der Überlegung geblieben. Ja, witzig. Genau, wo die waren. Genau, ich muss deine Kunden noch einfach besser anziehen. Stehen wir uns nicht mehr nah genug, oder was? Es ist vorbei mit dem Schmarrn. Es ist vorbei. Unsere Essensbeziehung. Aber ich wollte mich echt fragen, ob ich mir deine Luftpumpe ausleihen kann. Das ist eine Frechheit. In dem Zusammenhang jetzt. Also ich habe gesagt, ich nehme nur und gebe nicht. Ja genau, das liegt nicht. Also da. Mein Vater ist tatsächlich ein Heil, ne? Ich habe ein neues, das kennst du noch nicht. Heil! Weil bis jetzt funktioniert echt alles da. Was? Das ist ein Hollandrad, oder? Das ist ein Hollandrad? Ein Fahrrad, an dem alles funktioniert? Hier, ist ein Hollandrad? Ja, das ist kann gar nicht sein. Schäme, ist ein Hollandrad. Nach dem Winter kaputt. Nein, sag das nicht. Erzähl mir eine Lüge. Fuck. Erzähl mir eine Lüge. Ja, tut mir leid, die Lüge nicht. Die Kappe muss draufbleiben. Siehst du, Tommy, ich sage, ich fange wieder bei Null an. Okay. Die Kappe muss draufbleiben. Ja, na, Überwurfmutter. Überwurfmutter. If you want to use the rock, then you have to push this one in front, this button. Okay. Then you remove. Yeah, otherwise, it's not. Stop. Okay, great. Good to know. Thank you. Yo! I do painting, sculpture, film. Yeah. Painting, sculpture, and film. Yeah. It's time, ciao. Hoyot. Hoyot, hoyot. Okay, liebe Leute, ich mach Feierabend. Das war ja jetzt mal eine Abmoderation hier von anderthalb Stunden. So, also, wir sehen uns morgen wieder. Ich schreibe jetzt hier noch auf, was ich an dem Zündabrad gemacht habe, was wir zusammen gemacht haben, der Achim und ich. Und ja, dann sehen wir uns morgen wieder. Macht es gut, bis dann, ciao, sagt Tommy. Auf Kamera, neuer Pulli, sagt er, brauche ich. Das ist unglaublich, Alter. Ich glaube, der ist zu müde. Von wegen, dass er... Okay, du hast recht, der muss weg. Er muss weg, nee. Ablage, noch offen. Ja, okay, aber ruf mal an, oder was? Ja, weiß ich nicht, wo denn? Naja, Kickstarter. Morgen Mittag oder so. Ja, wann soll ich denn anrufen? Also... Ich bin in der Landerstraße, morgen Versuch. Was ist denn? Was ist denn hier in der Ecke? Wo ist denn bitte? Also, genau spiegelverkehrt ist der Eingang. Das ist so ein... Ach stimmt, das ist ja bei Claudia noch. Ist, neben dem Plattenladen ist ein Laden, das ist meiner, und dann kommt ein Eingang. Neben dem Plattenladen hast du einen Laden? Ja, so mit so Schaufenstern. Ach, hör auf. Ja, wirklich. Doch, hab ich doch einen Fitschlader. Wie soll ich denn das einnehmen mit Telefon? Ist doch nicht amerikanisch. Naja, selbst der Mann ist ja nicht mehr. Puppenpowder, Alter, du bist schon einer, ey, ich weiß ja ohne. So, komm ich vorbei morgen, oder was? Ja, ohne Scheiß, oder nicht? Oder? Kommst du einfach, du rufst nach vorher an, kurz. Wieso soll ich denn vorher anrufen? Ich verstehe nicht, was hast du denn mit deinem Telefon, eine Beziehung? Aber willst du das mal streicheln? Sag mir, hättest du gar nicht da sein sollen. Um 12. Ja, okay, 12 Uhr. Schreib mir auf. Das schreib mir auf. 12, noch eine Zahl. Dann bist du da um 12, oder was? Ey, stell dir mal vor, bei mir ist es noch so, wenn ich sage, ich bin um 12 da, wegen 5 vor 12 da. Geil, okay. Bis morgen um 12. Morgen um 12. Ja, bis dann, ciao. Puppenbaule. Oh Gottes Willen, ist das schwierig mit den Leuten. Alter. Unglaublich. Dass sie doch mal verabreden können, vernünftig. Guck mal, Handy in der Tasche, aber es ist kein Akku. Und zumal ist ja gesagt, ich bin um 8 Uhr zu Hause. Vergiss es, schaffe ich nie. Niemals schaffe ich das. Puppenbaule.
Jetzt aber. So, Abmarsch, ab nach Hause.